Als Michael Jackson im Jahr 2009 starb, hatte er nicht nur bei Banken und Gläubigern Schulden in dreistelliger Millionenhöhe. Das gesamte Imperium eines der größten und erfolgreichsten Musiker aller Zeiten soll am Rande des finanziellen Zusammenbruchs gestanden haben. Das zumindest behaupteten die Nachlassverwalter in einem Prozess in Los Angeles. Die Finanzbehörde IRS versucht seit mittlerweile fast 4 Jahren angeblich nicht gezahlte Steuern einzufordern. Die Rede ist von Nachzahlungen von 500 Millionen und einer Strafgebühr von weiteren 200 Millionen Dollar. Die Erben lehnen das ab. Michael Jackson war 2008 in einer sehr brenzligen Situation, erklärte Finanzexperte David Dunn als Zeuge der Erben. Er stand am Rande des Ruins und suchte verzweifelt nach Wegen, um den finanziellen Kollaps zu verhindern. David, den der Sänger ein Jahr zuvor als Berater engagiert hatte, bezifferte die Schuldenlast seines Mandanten auf mehr als 300 Millionen Dollar. Jacksons langjähriger Manager John Branca, der heute den Nachlass verwaltet, sprach bei seiner fast 4 Stunden langen Aussage vor Gericht sogar von 400 Millionen Dollar Schulden. Michael Jackson war am 25. Juni 2009 tot in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Eine Autopsie ergab, dass er an einer Überdosis Propofol gestorben war. Sein Leibarzt Conrad Murray hatte ihm das Narkosemittel gegen Schlafstörungen gespritzt. Der Kardiologe, der später vor Gericht vor einem Unfall sprach, wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 2 Jahren wurde er 2013 wieder entlassen.